Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Haxen bei Episode Nummer 29 mittlerweile von unserem Let's Play Ultimate Team. Seit der letzten Folge hat sich einiges getan und zwar seht ihr auch schon an meinem Münzstand, ich habe nur noch in Anführungsstrichen 206.000 Münzen. Zunächst einmal möchte ich euch sagen, dass ich fast alle meine Teams verkauft habe. Ich habe das Premier League Team verkauft, das Inselaffen Team. Ich habe das Bully Power Team verkauft, denn mir war eigentlich der Wertverlust zu hoch. Ich behalte Teams eigentlich nicht so lange. Ich habe jetzt halt im Moment noch das Lidl Team, das habe ich euch ja in meiner ersten Live-Folge schon vorgestellt. Ich möchte jetzt heute mal mein aktuelles Non-Rare Silber Team, nee, ist es natürlich nicht. Das ist so ein Troll gewesen aus dem Livestream vor ein paar Tagen. Deswegen hieß das Team jetzt hier Non-Rare Silber. Wir wollten damit einfach den Gegner ein bisschen verarschen und dass er halt denkt, dass ich mit einem Non-Rare Silber Team komme. Es ist natürlich kein Non-Rare Silber Team, es ist ein Team in der 4-4-1-1 Formation und bis jetzt das teuerste Team, das ich jemals gebaut habe in Ultimate Team. Das Team kostet, ich glaube, über eine halbe Million Münzen. Bin mir da jetzt noch nicht sicher, ich habe nicht nachgerechnet. Auf jeden Fall ein sehr, sehr biestiges Team und das möchte ich euch jetzt vorstellen. Ich fange jetzt mit dem Kapitän, glaube ich, an. Nee. Ich mache jetzt hier mit dem Linksverteidiger. Jetzt stelle ich das noch schnell ein hier in 4-4-1-1. Und Level Gold und dann geht's los, Leute. In der Linksverteidigung haben wir Marcelo von Real Madrid. 36.000 kostet er. Ich finde, das ist ein bisschen teuer für einen 83er Linksverteidiger. Aber das liegt daran, weil er einfach der höchstbewertetste Linksverteidiger aus Brasilien ist. Wenn mich nicht alles täuscht. Aber auch, weil er sehr, sehr gut ist. Also, das kann ich bestätigen. Ich habe jetzt 8 Spiele mit ihm gespielt. Und er gefällt mir sehr gut. Das Einzige wirklich, was mir gar nicht gefällt, ist, dass er extrem offensiv ist. Also, es gibt ja offensive Linksverteidiger und die weniger offensiven. Da fällt mir jetzt zum Beispiel De Ceglie ein von Juve. Aber Marcelo ist in dem Punkt wirklich scheiße, muss ich sagen. Er gammelt meistens vorne rum und wenn er hinten, wenn es einen Konter gibt, dann fehlt er sehr oft. Aber wenn er dann mal da ist, dann kommt der Gegner auch so leicht nicht vorbei. Auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Linksverteidiger. Dann gehen wir in die Rechtsverteidigung jetzt mal rein. Da haben wir Konko in Form von Lazio Rom. 23.500, das ist überhaupt gar nichts für ihn. Schaut euch mal die Werte an. 87 Tempo, 80 Dribbling, 80 Defensive, 81 Passen. Ich finde, er ist sehr stark. Also hat mich echt positiv überrascht. Ich wusste zwar, okay, die Werte schauen sehr stark aus. Der wird bestimmt nicht schlecht sein, aber dass er so gut ist, hätte ich nicht gedacht. Er hat zwar auch hohe offensive Rate, glaube ich, Arbeitsrate, aber er hat schnelles Tempo und kommt auch schnell wieder zurück. Und 80 Defensive finde ich auch vollkommen ausreichend für einen Rechtsverteidiger. Einziges Manko ist, dass er sehr, sehr klein ist für einen Verteidiger. Gut, ich bin auch nur 1,78 oder 1,77, aber wenn jetzt da ein Ibrahimovic kommt oder was weiß ich was, dann tut er sich halt schon auch schwer. Aber dafür haben wir ja noch die Innenverteidigung. Auf jeden Fall kann ich ihn euch trotzdem empfehlen, denn er ist günstig, stark und weil er Franzose ist, kann man ihn auch in eine französische Mannschaft einbauen oder Serie A Mannschaft, je nachdem wie man will. Gut, jetzt gehen wir zum rechten Innenverteidiger. Da haben wir, nein, scheiße, nicht Thiago Silva. Gut, dann gehen wir zum linken Innenverteidiger, da haben wir Thiago Silva. Das ist, absoluter Panzer. Also, ich habe mit vielen Innenverteidigern gespielt. Aber er stellt alle, mit denen ich bis jetzt gespielt habe, in den Schatten. Es ist einfach krass, was er da kann. Er ist sehr, sehr, sehr schnell für einen Innenverteidiger. 88 Defensive und 82 Kopfball und dann auch noch knapp, also fast 80 Passen. Der perfekte Innenverteidiger. Empfehlen kann ich ihn euch nicht, weil er halt einfach extrem teuer ist. Aber wenn ihr die Kohle habt und ihn noch nicht benutzt habt, dann empfehle ich ihn euch natürlich, wenn ihr jetzt eine Million habt oder so. Aber 139.000 Münzen ist natürlich nicht gerade wenig. Und der Nachteil ist halt auch, wenn man ihn dann wieder verkauft, dann macht man meistens Verlust und ja. Aber er hat aus 9 Spielen ein Tor. Auf jeden Fall eine gute Quote. Thiago Silva wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Bei FIFA 12 war er ja auch der Gott schlechthin. Aber jetzt hier ist er genauso stark, wenn nicht sogar ein bisschen stärker. Also ich finde ihn hammergeil. Dann haben wir in der rechten Innenverteidigung, den wo ich euch eigentlich gerade zeigen wollte, haben wir Giorgio Chiellini. Über ihn brauche ich nicht mehr viel sagen.
7 Spiele, 4 Tore, Leute. Meistens natürlich bei Ecken, klar. Aber da sieht man mal, was er für ein geiler Verteidiger ist. Er ist sogar auch im Angriff sehr gefährlich, wenn er dann bei Ecken nach vorne läuft. Verteidigungsstark wie Sau, Kopfballstark wie Sau, Körperstark, 80 Tempo. Also, was will man mehr? Und ich finde, 20.000 Münzen ist nichts mehr für ihn. Er hat am Anfang, glaube ich, 70.000 gekostet. Und jetzt kostet er nur noch 20.000. Auf jeden Fall zuschlagen, wenn ihr ihn noch nicht benutzt habt. Richtig geiler Innenverteidiger. Einer der besten Verteidiger im ganzen Spiel. Dann haben wir den Torwart. Das ist Salvatore Siriju von PSG. 950 Münzen. 1,92 groß, finde ich super. 85 Hechten, 87 Reflexe, 79 Ballsicherheit, das ist nicht so toll. 84 Positionsspiel, sehr gut. Er hat schon so viele Dinger rausgeholt. Ich finde, er ist ein sehr guter Torwart. Seine Reflexe sind irgendwie extrem gut. Also, was der schon für Paraden hingelegt hat und nach Ecken zum Beispiel, wie er den Ball dann noch rausbekommen hat oder über die Latte gelenkt hat. Wahnsinn, also ein richtig guter Torwart. Unter 1000 Münzen, Leute, zuschlagen. Auf jeden Fall, wenn ihr euch so ein Hybrid-Team bauen wollt zum Beispiel. Dann, mit wem machen wir jetzt weiter? Machen wir den rechten Mittelfelder. Das ist Eric Lamela in Form. Über ihn habe ich schon ein paar Mal euch meine Meinung gesagt. Knapp 40.000 kostet er. 7 Spiele, 2 Tore. Ist auch eine gute Quote in der 4-4-1-1-Formation. 5 Sterne Skills. Mit links ist der Mann absolut tödlich. Der haut die Dinger rein mit Longshots und alles mögliche. Der hat guten Effe-Schuss, hat er. Finesse-Schuss, meine ich. Longshots, Abschluss, er kann einfach alles mit links, finde ich. 89 Dribbling ist natürlich auch nicht gerade wenig und sein Tempo ist auch eine Lüge, er ist auf jeden Fall mindestens 85, würde ich sagen. Also er fühlt sich an wie 85 und ein richtig guter rechtes Mittelfeld. Und 5 Sterne Skills sind natürlich auch dann sehr hilfreich. Dann gehen wir ins rechte ZM. Ich gehe jetzt ins linke ZM, sonst... es wird eh er hier kommen, genau. Das ist Ronaldinho in Form, mein absoluter Lieblingsspieler, ihr wisst es ja. Ronaldinho ist für mich der beste Spieler der Welt. Auch wenn das offiziell nicht mehr ist, aber ich finde einfach, sein Spielstil ist der schönste. Wenn er trickst, ist es das eleganteste, was ich gesehen habe in meinem Leben. Er hat viele, viele wichtige Tore geschossen. Er hat, so wie ich das mitbekommen habe, ich kenne ihn natürlich nicht persönlich, aber er hat einen guten Charakter. Was mir auch so an ihm gefällt, ist das Gläubige, vorm Spiel immer nochmal schnell beten und so. Also ich finde, er ist das perfekte Beispiel für einen typischen brasilianischen Fußballer. Und er ist natürlich nicht billig, 167.000. Ich hatte ihn mal, da hat er 85.000 gekostet. Und hätte ich gewusst, dass der steigt, hätte ich ihn behalten, bis er wirklich so hoch steigt. Aber das kann man leider nicht wissen. 90 Dribbling, das ist zu wenig für Ronaldinho, der hat mindestens 95 verdient, da macht ihm keiner auf der Welt was vor, 87 passen, ja, er macht wirklich gute Pässe und 82 schießen, er kann auch mal draufhauen und das Tempo ist mir egal, Leute, ihr wisst es ja, 5 Sterne Skills auch noch dazu, der bräuchte 6 Sterne auf jeden Fall, weil der hat einige Tricks, die er auf Lager hatte, anderen Spielern quasi gezeigt. Er ist das Vorbild für die meisten Brasilianer. Und er ist einfach ein Gott. Also, ja, ich weiß nicht, wie das Fußballerleben mal wird, wenn Ronaldo de Assis Moreira seine Fußballschuhe an den Nagel hängt. Ich weiß nicht, ob dann der Fußball noch so attraktiv wäre für mich. Weil er ist halt einfach mein Kindheitsidol. Gut, linkes Mittelfeld. Nee, rechtes ZM. Genau, machen wir rechtes ZM. Da haben wir Daniele De Rossi. Absolutes Biest, der Typ. 4000 nur. 69 Tempo ist okay. 84 Defensive, 84 Kopfball, 81 Passen, 77 Schießen. Er hat gute Longshots. Ich glaube 86 Longshots, bin mir da nicht sicher. 4 Sterne schwacher Fuß und 3 Sterne Skills ist okay. Arbeitsraten sind mittel nach vorne, hoch nach hinten. Also auch wieder perfekt für einen ZM oder ZDM. Dann, was kann er noch? Alles eigentlich. Also verteidigungstechnisch kann er fast alles. Kopfballstark ist er und rundum der perfekte ZM. Dann gehen wir ins linke Mittelfeld, da haben wir wieder einen teuren Mann, das ist Neymar da Silva Santos Junior für 105.000, da habe ich ein Schnäppchen gemacht, da wollte ich einfach nur mal gucken,
wie viel der billigste ist. Und er war, glaube ich, 10.000 billiger als alle anderen. Das ist der einzige Spieler in dem Team, mit dem ich keinen Verlust machen werde. Höchstwahrscheinlich. Bin mir nicht sicher, aber ich denke, dass ich keinen Verlust machen werde. Neymar, das Silva Santos Jr. Was soll ich über ihn sagen? Sehr schnell, Dribbling extrem. Also fühlt sich bei ihm irgendwie extremer an als bei Robinho zum Beispiel. 79 schießen, das ist so. Also er kann nicht alles anschießen. Aber wenn er da mal vorm Tor ist und dann einfach abzieht, dann geht der Ball rein. Das ist sicher wie das Amen in der Kirche. 5 Sterne Skills, natürlich, muss er ja haben. 4 Sterne schwacher Fuß. 74 Passen, ist nicht so gut, muss ich sagen. Flanken kann er einigermaßen, aber ich flanke mit ihm eigentlich fast nie. Das Einzige, was ich mit ihm mache, ist ein bisschen rennen, tricksen und aus der Distanz abziehen. Vorlagen mache ich mit ihm eigentlich sehr selten. Was mir aber auffällt, Leute, wenn ihr Neymar ausprobieren wollt, ich finde ihn als linken Mittelfeldspieler nicht so stark wie im linken Sturm oder linken Flügel, auf dem linken Flügel. Ich hatte ihn schon auf allen drei Positionen ausprobiert und als linker Sturm gefällt er mir am allerbesten, weil er da einfach auch seine komplette Stärke zeigen kann, sein Dribbling sofort ausnutzen kann, nach innen ziehen kann und damit knapp 80 Schuss draufhauen kann. Das reicht auf jeden Fall. Aber als linkes Mittelfeld gehen einige Attribute von ihm sozusagen verloren, denn bei einer 4-4-1-1-Formation ist das Mittelfeld ja wirklich in der Mitte und deswegen ist es auch nicht so leicht, mit ihm Tore zu schießen, weil er halt sehr weit hinten steht meistens. Aber dann kann man mit ihm ja ein paar Tricks machen, ein bisschen durchrennen, ein paar Tricks machen und dann auf seinen Kumpel in der Mitte, was weiß ich, Ronaldinho oder so, legen. Also er ist auf jeden Fall ein richtig geiler Typ. Es macht richtig Fun, mit dem zu spielen. Seine Haare im Spiel sind episch, es ist Wahnsinn. Alles, was der Typ macht, gelingt, meiner Meinung nach. Außer natürlich Schüsse, die gelingen nicht immer, aber vom Dribbling her, von den Tricks her, gelingt eigentlich immer alles. Wunderbarer Typ, also Empfehlung auf jeden Fall. Dann gehen wir in den Mittelsturm. Da haben wir Carlos Tevez von Manchester City. Dieser Mann ist für mich auch ein sehr, sehr guter Spieler, auch in echt. Ich mag den irgendwie unglaublich gerne, ich habe den schon immer gemocht. Und seine Werte sind, die sprechen auch für sich. 83 Tempo ist völlig ausreichend für einen Mittelsturm. 84 Dribbling reicht auch. 4 Sterne Skills hat er ja auch noch. Dann 85 Schießen. Ja, das ist wirklich so. Also wenn der draufhaut, wird es immer gefährlich. 7 Spiele, 4 Tore. Als Mittelsturm ist das eine gute Quote. 77 Passen reicht auch. Und 71 Kopfball. Naja, Kopfball muss er nicht können. Bloß der große Nachteil bei ihm, leider muss ich sagen, ist, dass er von den Arbeitsraten her nicht so ideal ist. Er hat hoch nach vorne und hoch nach hinten. Das ist für ein Angreifen, fürs Angreifen nicht so ideal, aber dadurch, dass er sehr oft zwischen Mittelfeld und Sturm hin und her läuft, oder Mittelsturm und Mittelfeld, hilft er auch sehr oft in der Verteidigung aus, oder er stoppt Konter, oder er ist im Mittelfeld und verteilt manchmal die Bälle, also er ist überall auf dem Platz zu finden, hat dementsprechend auch sehr hohe Ausdauer, das gefällt mir an ihm sehr gut auch. Wie viel hat er jetzt momentan noch? 99, obwohl ich schon 2 Matches gespielt habe, hat er immer noch 99 Fitness. Ich habe ihm vor 2 Matches, habe ich der ganzen Mannschaft eine Mannschaft Fitness gegeben, habe 2 Matches gespielt und er hat immer noch 99, also Ausdauer hat er gute, schießen kann er gut, alles mögliche kann er, nur seine Arbeitsraten sind nicht immer ideal, er fehlt halt oft, wenn man jetzt zum Beispiel selber kontern will, dann kann man nicht mit Tevez rechnen, weil der halt dann noch hinten ist. Aber auf jeden Fall ansonsten ein sehr guter Typ. Kaufempfehlung auf jeden Fall. Er ist sehr günstig geworden. Dann gehen wir in den Sturm. Da haben wir seinen Partner von Manchester City, Sergio Aguero. 83.000 habe ich bezahlt. Der wird immer billiger, muss ich sagen. Als ich ihn gezogen habe, habe ich 120.000 für ihn bekommen. 88 Tempo, 91 Dribbling, 84 Schießen. Ja, den Rest kann es knicken, aber diese drei Werte sind ja das, was ein Stürmer braucht und das hat er. 4 Sterne Skills, 4 Sterne schwacher Fuß, 11 Spiele, 6 Tore, soweit ich jetzt, ich glaube, dass er sogar, ja, er ist mein Topscorer momentan in dem Team. Er geht richtig ab. In manchen Situationen enttäuscht er mich aber ein bisschen, ich weiß auch nicht, wie ich das erklären soll. Manchmal spielt er richtig stark, manchmal spielt er ganz komisch, da ist er dann nicht so präsent. Da macht dann eher Tevez die Tore anstatt Aguero. Aber wenn er dann am Ball ist und Platz hat und sowas, dann haut er die Dinger rein und er nutzt sein Dribbling, sein Tempo, alles mögliche. Das ist eigentlich fast schon der perfekte Stürmer.
Oder er ist eigentlich der Perfekte. Nein, er hat keinen Kopfball, dann ist er nicht der perfekte Stürmer. Wenn er jetzt noch 80 Kopfball hätte oder so und ein bisschen größer wäre, wäre er der perfekte Stürmer. Aber das braucht er nicht, denn er hat ja das Dribbling und das Tempo und das Schießen. Das reicht bei ihm aus, um ein sehr, sehr guter Stürmer zu sein und von mir eine Kaufempfehlung zu bekommen. Auf jeden Fall sehr, sehr geiler Typ, der Agüero. Ja, das war's eigentlich zu Agüero. So, das ist jetzt also mein Team. Das Team habe ich letztens im Livestream gemacht mit den Abonnenten zusammen, mit den Zuschauern zusammen. Ich hatte auch vorher anstatt Thiago Silva, hatte ich Thiago Silva in Form drinnen. Leute, war das ein geiles Gefühl, den zu steuern. da hat mir ein Abonnent, hat mir den geliehen für den Stream und dann habe ich den halt wieder zurückgegeben. Aber auf jeden Fall war das so ein geiles Gefühl, mit diesem Typen rumzulaufen. So, und warum heißt jetzt das Team Non-Rare Silber? Da hatten wir irgendwie Bock auf die Gegner zu verarschen. Und zwar haben wir Pokal gespielt. Und dann habe ich extra nicht weitergedrückt, dass unser Gegner liest, wie unsere Mannschaft heißt. Die heißt ja Non-Rare Silber oder Silver. Und dann denken die Leute sich ja meistens, ja okay, er hat ein Non-Rare Silver-Team, ja, da kann man auf jeden Fall gewinnen und unterschätzt mich. So, dann startet das Match, beziehungsweise mein Team wird angezeigt. Und dann sind ihm bestimmt die Kinnladen runtergefallen. Also da haben wir uns dann richtig den Arsch abgelacht im Stream. War auf jeden Fall eine lustige Sache. Dieses Team, wie gesagt, kostet, ich glaube, über eine halbe Million Münzen. Schreibt bitte in die Kommentare rein, wie ihr dieses Team findet. Ich brauche keine Verbesserungsvorschläge, Leute. Ich verstehe auch nicht, warum ihr bei jedem Team, was ich euch zeige, immer wieder Verbesserungsvorschläge mir bringt. Das nutzt nichts, Leute. Solange ich mit meinem Team zufrieden bin, werde ich an den Teams nichts verändern. Außer ich frage euch direkt im Video, was würdet ihr verbessern? Diesmal frage ich euch nicht, sondern ich frage euch, wie gefällt euch das Team? Wie findet ihr das Team, so wie es jetzt ist? Ich finde, man kann kaum noch irgendwas verbessern. Von den Namen her. Ich bin mit dem Team bis jetzt zufrieden. Und in der nächsten Folge machen wir auf jeden Fall ein Match. Damit, klar. Mal sehen, wie ich mich dann schlage. Ich bin momentan nicht so gut in Form in FIFA. Aber Ausreden gibt's nicht. In der nächsten Folge machen wir dann auf jeden Fall ein Match. So, dann habe ich noch Bock auf ein Pack zu öffnen. Ja, ich weiß auch nicht. Hab irgendwie Bock bekommen. Ich würde sagen, schauen uns mal um. Goldpack. Es gibt ja gute Informer, zum Beispiel Chiellini noch in Form. Oder Suarez. Ich wollte euch ja noch was zeigen. Das habe ich jetzt ganz vergessen. Und zwar auf dem Tauschstapel schlummert was. Da habe ich nämlich letztens ein Pack geöffnet und habe was gezogen. Und es ist Jan Vertonghen in Form. Den habe ich gezogen, Leute. Gezogen. Ja. Ich habe ihn verkauft, wie ihr seht, für 84.000 Münzen. Jetzt wird hier zwar angezeigt, 11 Spiele, ein Tor. Ja, das ist natürlich der jetzige Besitzer. Ich hatte jetzt schon 11 Spiele mit ihm gespielt. Ja, ein Pack geöffnet, Vertonghen gekommen, 85.000 ungefähr wieder verdient. Passt doch. Das wollte ich euch auf jeden Fall noch zeigen, weil jetzt kann ich den hier auch mal aus der Liste rauslöschen. So. Dann machen wir jetzt ein Pack auf. Und hoffen auf was Gutes. Bin ja mal gespannt. Und da das ja live ist, ist es bestimmt auch interessant für euch, wie ich reagieren würde live, wenn ich jetzt Chiellini ziehen würde. So, und ich mache jetzt hier heute mal die Joe Hart-Kombo. Da habe ich mir sagen lassen, dass das auch was bringen sollte oder soll. Wenn natürlich vorher Chamberlain-Kombo kommt, dann machen wir die. Aber wenn es jetzt zu lange dauert, dann öffne ich einfach ein Pack und fertig. Mal sehen, wie lange es jetzt dauert. So 10 Mal oder so probiere ich jetzt noch. Jetzt haben wir 1. Oh, Joe Hart-Kombo. Mal sehen. Also, drückt mir die Daumen. Alles live und ungeschnitten. Wer ist in diesem Pack drin? Komm schon, EA. Joao Zinho. Klang jetzt nicht so überragend gut. Ja, Ivan Schitz. Ach komm. Ne. Das Pack geht nicht. Das ist Müll. Jean. Der war bei FIFA 12 hammergeil. Der war Silber. So. Eine Stunde. Arsenal Wappen. Athletic Bilbao Trikot. Schalke Trikot. Mannschaftsmoral. Ja, die nehmen wir mit. Die nehmen wir mal mit dem Verein mit. So, die Verträge auch. So. Ja, den Rest kannst du wegschmeißen. Oder was hat er hier eigentlich zu bieten?
Ah, okay. Ja, er ist Linksfuß als linkes Mittelfeld und dann auch keine 4 Sterne Skills, dann wird er nichts wert sein. Ja, schade, Leute. Aber man hat es ja mal probiert. Ein Pack ist okay. Okay. Gut, also wie gesagt, in der nächsten Folge machen wir ein Match mit diesem Beast-Team. Schreibt in die Kommentare rein, wie ihr das Team findet. Nicht, was ich verbessern soll, sondern wie ihr es findet. Und ich bedanke mich fürs Zusehen, freue mich schon auf die nächste Folge und sage ciao. Bis zum nächsten Mal, euer Haxenbayer.